Hi Leute, willkommen zurück zu Warhammer Total War. Ich wollte gerade Westeros Total War sagen. Warhammer Total War mit den Zwergen. Ja, heute geht's weiter an diesem Donnerstag mal wieder zu hoffentlich pünktlichen Uhrzeit. Ich hoffe, ich schaff's auch, Westeros auch pünktlich hochzuladen. Ja, ich nehme mich gerade noch am Mittwoch auf. So, aber wir sind ja ein bisschen beschäftigt, würde ich sagen, hier an der Stelle. Warten hier mal noch ein, zwei Runden, haben wir gesagt. Dann können wir abziehen von diesen Gebieten dort unten. Sieht so aus, als würde der uns jetzt da angreifen. Ja, das ist jetzt die letzte Verzweiflungstat der Grünhäute vor der Vernichtung. Irgendwie finde ich gerade, ist mein Headset komisch eingestellt, aber. Ich hoffe trotzdem, dass es passt. Irgendwie bin ich schon die ganze Zeit nicht ganz so zufrieden, aber ich denke, jetzt soll es so langsam mal passen. So, hallo Skellinger, die laufen da oben irgendwo rum, das ist mir relativ egal, würde ich sagen. So, schauen wir mal weiter. Also mir gefällt die Kampagne wirklich sehr gut, muss ich sagen. Hab da immer noch Spaß dran. So, und ich würde sagen, wir erobern noch nichts, noch greifen wir nicht an. Noch finde ich es ein bisschen zu früh, aber wir können mal hier angreifen. So, das waren die Grünen heute. Schatzkammer plus 1000, bei einem Kampf getötet und erfolgreichen Groll erledigt. Und genau, damit ist der eine Groll jetzt nämlich auch erledigt. Jetzt haben wir nur noch zwei Grolls, und zwar einmal den mit Kislev, den wir immer noch nicht erledigen können, und den mit den Haarknoten. Aber sobald das da mal ein bisschen läuft, dann ja, schauen wir mal. Ich denke, das mit den Haarknoten sollten wir dann auch bald hinbekommen, und das mit Kislev, keine Ahnung, wie wir das mal lösen wollen, um ehrlich zu sein, aber was soll's. Bin jetzt gerade am Überlegen, gibt es hier überhaupt gerade noch eine Armee von den Haarknoten? Ne, wie es aussieht, nicht. Haben die gerade eigentlich eine Chance gegen uns, die Haarknoten? Scheint ja, so ein bisschen. Was haben sie an Truppen? Wisst ihr was, dann laufen wir doch hier gerade mal mit der Armee nach Galbaras weiter. Mit der Armee bleiben wir doch lieber erstmal hier irgendwo rumstehend. So passt es. Mir ist übrigens was eingefallen, übrigens hier, was das Bauen angeht. Wir werden ja hier den Thronsaal des Hochkönigs bauen. Ich habe immer gesagt Halle der Eide, aber wir werden den Thronsaal des Hochkönigs hier bauen. Und dann werden wir hier militärisch ja noch diese ganzen Gebäude hier ausbauen. Und hier wollte ich ja noch den Slayer-Schrein bauen. Aber das Problem ist, hier gibt es auch noch die Halle der Eide. Und da würde ich eigentlich ganz gerne, um ehrlich zu sein, dann lieber nicht hier den Slayer-Schrein bauen, sondern den woanders bauen. Und hier noch die Halle der Eide bauen, denke ich mir. Und den Slayer-Schrein können wir leider hier in der Provinz nicht bauen, aber zum Beispiel hier unten in der bauen. Und es ist so, dass in Kaer Katrin gibt es so einen speziellen Slayer-Schrein. Also, wo ist es denn? Hier nicht, irgendwo da drüben. Ich weiß gerade auch nicht, wo es ist. Auf jeden Fall in Kaer Katrin. Ich finde es gerade irgendwie nicht. Genau, gibt es so einen speziellen Slayer-Schrein und da werde ich den dann ausbauen, vermutlich. So. So. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo wir was bauen wollen. Vielleicht gerade, wir haben ja noch ein bisschen Zeit von der Runde her. Deswegen. Also von den Runden her bis zum Ding. Deswegen bauen wir hier einfach mal das Ganze so ein bisschen aus. Das hier zum Beispiel auch. Hier auch nochmal ein bisschen was am Ausbauen. Genau, und hier können wir mal gucken. Jetzt können wir hier auf die Ziegenweide gehen. Und hier brauchen wir eigentlich gerade gar nichts bauen, so wahnsinnig.
So, und ansonsten passt es jetzt erstmal. Hier brauchen wir nichts mehr machen gerade. Hier Düsterburg haben wir das Ding noch nicht ausgebaut. Ah, okay. Jetzt bin ich gerade mal noch hier am Überlegen, was wir hier bauen könnten. Eigentlich das hier mal ausbauen. Dann geht es hier auch mit dem Bevölkerungsüberschuss noch mal ein bisschen schneller. Wobei, da haben wir eigentlich gerade auch schon genug an sich. Aber macht es nichts aus. Wir haben jetzt ja noch ansonsten auch noch genügend. So. Nee. Immer noch nicht. Irgendwo muss hier übrigens KK drin sein. Ich versuch's nur die ganze Zeit. Keine Ahnung, nicht so wild. So. Dann schauen wir mal weiter. Ja, ich hoffe, dass euch das LP auch noch gefällt. Ja, hat ja immer noch nicht ganz so viele Aufrufe mehr, aber mir macht es persönlich sehr viel Spaß. Ich hoffe, das merkt man auch, dass mir das Projekt noch Spaß macht. Und ja, wir werden das auf jeden Fall fertig machen. Ich denke, das wird auch ein ganz cooles Projekt noch. Es gibt ja noch einiges zu tun. Hier in der gesamten Welt praktisch. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie viele Runden haben wir denn hier noch? 3 Runden. Es reicht gerade so für die 15.000. Dann entspannen wir uns hier mal kurz ein bisschen und bauen nicht mehr unbedingt was. So, und hier können wir jetzt eigentlich mal gucken, wenn wir jetzt hier mal überlegen, das haben wir hier genau genug. Dings wäre es genug Zufriedenheit. Jetzt können wir die Truppen da rausziehen. Aber die hier sind ein bisschen im Stress, die müssen wir jetzt in diesem übers Tunnelsystem hin und her karren bis hier rüber. Das wäre ganz wichtig, glaube ich, jetzt in dem Part. Oder hierfür, bis wir da bei der einen Stadt sind. Was wollen wir denn jetzt gerade mal noch? Ja, die Reduktion von dem Chaos-Zeug ist ganz cool. Die Sachen sind eigentlich auch richtig geil, aber das braucht halt ewig, gell? Wachstum, Einkommen aus Eisen, Gold und Ding. Vor allem das hier mit den Baukosten wäre eigentlich ganz geil. Ich habe das irgendwie nur nicht so richtig gesehen. Ups. Ja. Ah, nicht so wild, dann erforschen wir einfach mal da oben so ein bisschen lang. Das passt dann schon. Noch so. Der Charakter hat ein neues Ding hier. Was machen wir denn da gerade? Vielleicht mal noch einen Angriffsbonus verstärken. So, der kann halt weiterlaufen zum Stückchen. So. Schauen wir mal weiter. Also ich hoffe, ich kriege in dem Part jetzt mal noch die Dings da vernichtet, die Haarknoten, zumindest mal die Provinzen von denen erobert. Ich denke, das könnte auch schon durchaus was werden. Schon immer ganz so lange hin. Dass wir demnächst mal in so ein paar Runden nur noch, ja, mal schauen, wie viele wir brauchen ungefähr. Vielleicht in so ein paar Parts einfach schon mal hier unten das ganze Gebiet dann ausgebaut haben, damit wir einfach bald fertig sind mit dem Ausbauen und dann tatsächlich die Offensive anfangen können. Ich meine, ich baue ja jetzt schon seit einigen Parts fleißig nebenher aus, seit wir ein bisschen mehr Geld haben. Oh, wir können sogar tatsächlich hier mal ein Gebäude noch bauen irgendwie. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Geld können wir kurz raushauen.
Besser gesagt. Ist gar nicht wo, um ehrlich zu sein, gerade. Puh. Aber was man vielleicht machen könnte, ist zum Beispiel irgendwo, sich's noch lohnt. Lohnt sich das aber gerade irgendwie nirgends, mal noch die Stadt auszubauen. Ah, aber das können wir machen hier. 1500. Und okay, das will ich mir jetzt eigentlich nicht unbedingt kaufen. Bei 10.000 bekommen wir noch 19.000, 15.000 kostet es. Ja, okay, das können wir gerade nicht machen. Also wir bauen das hier nicht mehr, oder? Okay. 6.000 kostet das hier. Dann machen wir das hier mal. Bauen wir das schon mal aus. So. Oh mein Gott, warum haben die Chaoskrieger da oben so viele Gruppen? Schon wieder Karkatri? Nein, immer noch nicht. So nervig. Ich möchte einfach nichts von denen wissen. Das ist halt einfach das Problem, gell? Ich will momentan nicht mit den Vampiren im Krieg sein. Selbst wenn sie mir dafür Geld bieten. Das Geld kann man irgendwann immer noch annehmen, aber momentan will ich das eigentlich nicht. Vor allem, weil ich ja echt am Überlegen bin, ob ich dann einfach Karl Katrin vielleicht als nächstes in meine Konföderation aufnehme. Und dann wäre gleich ein Krieg von Beginn gegen die Dings nicht so cool. Gegen die Vampire oder die Vampirfürsten, besser gesagt. Wie weit bist du jetzt eigentlich hier schon? Wenn wir normal laufen würden. Gut, okay, passt. Gut, dann machen wir das hier so. Mit denen. Ja, wir können ja dann nächste Runde angreifen, würde ich sagen. Noch nicht. Erst nächste Runde. Jetzt sind wir schon in Runde 150. Ach ja, und es ist der 30. Part. Averheim wird jetzt auch belagert von. Huiuiui. Ist Gott sei Dank noch recht weit weg von uns, muss man sagen. Zumindest so einigermaßen. Krieg beitreten gegen Haarknoten. Könnte man jetzt eigentlich machen, um denen einfach einen Gefallen zu tun, weil wir werden ja jetzt eh gleich mit denen im Krieg sein. Was sie da vielleicht. Ah ja, ne, komm. Okay, jetzt sind wir mit den Haarknoten im Krieg. Aber eigentlich sollte da uns jetzt nicht so wahnsinnig viel passieren, außer dieser Agent da. So. Was mich mal interessieren würde, ist, warum haben die haben tatsächlich das ganze Gebiet hier wieder erobert? Ist cool. Ja. Echt eine tolle Sache, dass sie das geschafft haben. So, Stadt Nummer 1, Feld. Hier können wir übrigens mal die Runen draufziehen. Was bringen die? Magieresistenz, sehr gut. Lohnt sich jetzt nicht so unglaublich. Und wir besetzen die Stadt. Stadt Nummer 1 wird besetzt. Oh, hier bauen wir das jetzt nicht aus. Ich will ja was anderes bauen. Und zwar würde ich ganz gerne hier die Halle des Hochkönigs bauen. Der Thronsaal des Hochkönigs. Verzeihung. So, und hier den Nebelberg erobern. Oh,
und die Stadt besetzen. Cool, damit haben wir jetzt schon mal zwei von den drei verbliebenen Provinzen von denen erobert. Bin übrigens gerade am Suchen nach einer Provinz, aber die haben wir nicht unter unserer Kontrolle. Ich glaube, düster irgendwas war das, glaube ich. Aber die haben wir nicht hier bei uns. Okay, was mich mal kurz interessieren würde, was haben wir denn hier eigentlich? Ups. Ein falsches Fenster. Richtiges Fenster. Ja, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel für die Armee hier sein. Gut, dann schauen wir mal, was kannst du denn hier noch machen? Vielleicht einfach mal noch ein bisschen Angriffsbonus. Machen wir hier mal rein. Und hier können wir noch. Verschleiß minus 3%, Verlust durch jeglichen Verschleiß. Verluste Verstärkungsrate plus 3%. Ah, das ist ja eigentlich cool. Machen wir doch das hier mal, dann werden unsere Truppen schneller regeneriert. Das hilft eigentlich schon was. Cool, okay. Dann nochmal eine. Oh. Noch einen Erlass, ja natürlich, wir können hier drüben noch einen Erlass durchsetzen, ist ganz klar. Die vampirische Korruption machen wir hier auch mal alle. So nach und nach. Boah, dieses Chaos ist so krank, gell? Richtig ab nochmal, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Weil da unten geht es ja schon zu uns, gell? Nicht, dass die dann damit plötzlich drei Armeen antanzen, während wir unsere Armeen alle total irgendwo haben. Irgendwo im Nirgendwo sozusagen, das wäre nicht so cool. Da habe ich nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Gut. Vor allem die Skellinger laufen halt auch noch rum und die Varger und so, und das ist halt echt eklig. Da ist übrigens noch eine Armee von den Harkonnen, aber ich glaube nicht, dass es was wird. Ui, cool. 3000 durch die Bonusziele. Plus 8 Schatzkammer hier. Es gab natürlich jetzt einiges an Geld. Plündert oder überfallt 18 Siedlungen. Okay, jetzt möchte ich gerade mal gucken, was sind denn unsere Kapitelziele gerade so weiter. Und erhaltet mindestens 100 Einheiten, ja okay. Leuchtsteinmine. Großer Schleierschrein von Katrin Kronsat des Hochkönigs, genau. Leuchtsteinmine, die gibt es irgendwie in einer Provinz, die heißt irgendwas mit Düsterberg oder irgendwie so ein Scheiß. Das muss ich mal nochmal nachgucken, da gibt es auch einen Erfolg für. Erreicht Rang 20 mit 3 Herzog-Charakteren, lol. Okay, erreicht Rang 20 mit 3 Helden. Forscht 70 Technologien, ja gut. Also das ist erreichbar. Das hier wird man vielleicht erreichen. Und das hier wahrscheinlich vielleicht auch, aber ansonsten sieht es ziemlich krass aus, was die Aufträge angeht. Machen wir hier gleich mal weiter. Bauen hier auch gleich ein Handelsdepot aus. Und hier das hier. Ups. Immer noch ein bisschen Geld, schadet sicher auch nicht. So. Wobei mich mal interessieren würde, dass wir hier mal unsere Dings ausbauen. Die Stadt hier noch ausbauen und dann hier mal sowas ein bisschen was machen. Ja. Eisenbrecher, Hammerträger können wir hier bauen. Ja. Ich würde sagen, wir bauen hier mal die Gromny-Schmiede aus vorbei. Ich hatte gerade die Frage, was wollten wir denn hier jetzt noch bauen? Genau, wir wollten hier auch noch diese Halle der Eide bauen. Bauen wir erstmal die.
Dann können wir nämlich mit dem hier Eisenbrecher und so weiter, das sind ja die Einheiten, die wir hier durchbekommen. Eisenbrecher, Hammerträger und so weiter. Deswegen bauen wir das hier mal und dann können wir nämlich mal echt gute Infanterie rekrutieren bald. Durch die Provinz da oben. So, was haben wir eigentlich hier für Aufgaben zu tun? Die Rüstung des Skaldor. Sendet einen Teil in die folgende. Okay. Gyrokopter und so weiter und bewegt einen beliebigen Charakter nach Arkendorf. Können wir eigentlich echt mal irgendwann machen, aber gerade noch nicht. Genau. Fällt mir gerade ein, wir haben ja da hinten das Gebiet so weit mal erobert. Da brauchen wir uns eigentlich auch nichts mehr tun, da hinten so wirklich. Können wir uns eigentlich mal nach da oben ziehen. Cool. Also wie gesagt, hier werden wir jetzt noch ein bisschen Geld investieren müssen in unsere ganzen Gebiete, aber vor allem erstmal in das wichtigste Zeug. Das heißt, hier einfach in die neu eroberten Gebiete ein bisschen was an, wie heißt noch gleich, ein bisschen was einfach in so Wirtschaftsgebäude und in so Wachstumsgebäude und in dem restlichen Städten wird man einfach jetzt vor allem auf Militär gehen in unsere zwei nördlichsten Provinzen, dass wir da halt das Beste, was wir so an Militär haben, auch zur Verfügung haben. Ne, das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Genau, um dann eben bald dem Chaos entgegentreten zu können und wer halt sonst noch so kommt. Wahrscheinlich die Vampire werden wahrscheinlich noch Feinde von uns werden. Ich denke, die Menschen nicht unbedingt. Kann ich mir vorstellen. Aber eben der Rest, ja, ganz klar. Könnte bitte irgendjemand mal kurz die Haarknoten da oben vernichten, das wäre doch chillig. So. Da fällt mir gerade ein, mit denen können wir eigentlich schon mal da hochlaufen. Genau. Wie gesagt, wir müssen eh demnächst schon so komplettes Militär umstrukturieren, sobald wir mal die Gebäude dafür haben. Okay, hier brauchen wir 114, um das auszubauen. Das braucht 114 pro Runde bekommen wir da. Braucht nur ungefähr 10 Runden, das ist nicht so cool. So, dass wir ausbauen können, aber in der Zeit können wir hier mal andere Dinge ausbauen, ist auch nicht so schlimm. Naja, wir könnten hier zum Beispiel mal das Gebäude ausbauen. Ah, viel mehr Zeug haben wir gerade auch nicht. Bauen wir hier vielleicht einfach mal auch noch dieses Refektorium aus, das lohnt sich vielleicht auch noch. Ganz gut. So. Also wie gesagt, hier müssen wir jetzt mal noch eine Provinz erobern. Das machen wir jetzt auch noch kurz in dem Part, denke ich. Haben wir schon einiges Wichtiges in dem Part geschafft, vor allem was den Ausbau unserer Gebiete angeht und natürlich das unten da erobern. Das sind natürlich gerade noch so echt wichtige Schritte. Und Leute, ihr seht, das Chaos kommt anscheinend. Deswegen haben wir unsere Truppen, glaube ich, gerade optimal angefangen zurückzuschicken. Und die müssen natürlich jetzt auch ein bisschen reinhauen, weil zwei Armeen wird man da wahrscheinlich schon brauchen gegen die. Oh, die Grünhäute haben die Armee von den Wager, glaube ich, waren es, platt gemacht. Cool, immerhin etwas. Unterstützung gegen unsere Feinde noch. Rekrutenüberschuss, das ist cool. Kosten eigentlich unsere Einheiten gerade weniger, was eigentlich gar nicht so uncool ist. Schicken wir die Armee mal da rein kurz. Und ansonsten, was läuft denn da gerade schon so hoch? Ja, wie lange brauchen die? Oh, wir könnten eigentlich mal, fällt mir so ein, hier überall den Marschbefehl reinmachen. Geht es ein bisschen schneller. Da drüben genauso.
So, das passt hier unten. Das können wir durchaus auch mal ausbauen hier. Hier bauen wir das hier aus. So, und nächste Runde fällt dann dieses letzte Gebäude, die letzte Stadt hier. Oh Gott, Achaon und die anderen Chaos-Leute, wo laufen die jetzt lang? Sie laufen anscheinend zu uns. Nicht so cool. Überhaupt nicht cool, ehrlich gesagt. Jetzt warten wir mal ab. Wie lange die noch ungefähr brauchen, wie viele Runden. Die kommen anscheinend auch hier runtergelaufen wieder. Naja, aber die sollten nicht so viel Chancen haben. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht einen unserer Anführer noch töten. Ah, nee, er läuft vorbei. Okay, und die plündern da anscheinend. Wechselhafte Winde der Magie. Naja, wir sind Zwerge, wir brauchen keine Magie. So, und das waren die letzte Stadt der Haarknoten. Heißt, hier wird auch mal nur ganz kurz besetzt und dann können wir hier mal noch kurz das Gerstenfeld ausbauen und diesen Anhängerschmied. Und können dann eigentlich auch schon unsere Truppen hier unten in Bewegung setzen. Schauen wir mal, was wir hier noch machen. Die Trefferpunkte von mir aus zum Beispiel. Das geht jetzt die Runde nicht, können wir sie noch nicht in Bewegung setzen, aber ist nicht so wild. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wo sich welches Gebäude gerade lohnen würde. Hier eigentlich gerade nichts. Hier bin ich gerade am Überlegen, hier will ich eigentlich gar nicht so wirklich bauen. Hier können wir Gyrokopter noch nicht bauen, wegen der Technikusbilde, die uns fehlt. Wie gesagt, es wäre halt ganz cool, wenn wir dabei den Überschuss kriegen würden. Wachstum von 10 würde das noch zusätzlich geben. Das ist halt nur 8 mehr. Das ist hier 3 mehr. Pro Runde brauchen wir aber gerade gar nicht. Also da geht es halt auch nicht schneller, wahrscheinlich eher langsamer, bis wir hier die nächste Stufe erreicht haben. Naja, ist eigentlich auch erstmal nicht so wild. So. Können hier mal noch ein bisschen was ausbauen. Langsam aber sicher ist das Geld, das wir hier pro Runde bekommen, echt schön, gell? Muss man schon mal sagen. Da können wir uns dann auch einiges wirklich für leisten, jede Runde an Gebäuden. Vor allem wird unser Geld gerade eher mehr als weniger durch die ganzen neuen Wirtschaftsgebäude, die wir bauen und durch die Eroberung hier unten natürlich auch klar. Spielt natürlich auch einen großen Faktor an der ganzen Sache und eine große Rolle. Hier können wir noch einen neuen Dings reinhauen, einen neuen Erlass. Und dann passt es auch erstmal. Ich danke euch fürs. Ah, Moment mal ganz kurz. Ich möchte mal noch eine Sache kurz schauen. Ich kann doch hier auch einen Erlass, glaube ich, reinhauen für das Wachstum. Genau, den machen wir mal kurz. Dann geht es hier ein bisschen schneller. Ich hoffe, das passt wegen der Chaos-Korruption, aber es sollte eigentlich passen. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir schauen mal beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht mit diesen ganzen Armeen vom Chaos hier drüben. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir bis dahin genügend Truppen hier oben haben, um das zurückschlagen zu können. Hoffe ich zumindest. Naja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, hoffe, es hat euch gefallen.